Ein Kondensator hat eine Kapazität von 200 Mikrofarad. Wie groß ist die Ladung des Kondensators, wenn er an einer Spannung von 14 Volt angeschlossen ist? Hier ein Modell eines Kondensators. Die Kapazität beträgt 200 Mikrofarad, also 200 mal 10 hoch minus 6 Farad oder auch 2 mal 10 hoch minus 4 Farad. Die Spannung beträgt 14 Volt. Gefragt wird die elektrische Ladung, die vom Kondensator getragen wird. Und diese elektrische Ladung drücken wir aus in Coulomb. Um sie herauszufinden, nutzen wir diese Formel Kapazität gleich Ladung auf Spannung. Da C gleich Q auf U ist, wissen wir, dass Q C mal U sein muss. Und jetzt ersetzen wir C durch 2 mal 10 hoch minus 4 und U durch 14. Und so finden wir, dass die gefragte elektrische Ladung 2,8 mal 10 hoch minus 3 Coulomb beträgt.